Hey ihr Ballerfreunde, willkommen zurück zu Half-Life 2, Episode 2. Ja, alles klar. Wir müssen den Generator ausschalten, um weiterzukommen mit dem Auto. Haben eben gerade eine ganze Bataillon von Gegnern abgeknallt, gefühlt. Oh, cool. Sorry, Gordon. This thing's fried. Since I can't help you in there, why don't I stand watch outside while you disable the power cell? Ah, diese Kisten. Ja, ich höre da oben nämlich was. Ich traue dem Braten nicht. Ich höre da irgendwo wieder so eine Crap. Blödviecher. Und da war auch gar nichts drin, das war nur die Crap wieder. Und Blut. Ganz viel Blut. Ja, und da war auch wieder einer, seht ihr? Stecken sich überall diese kleinen blöden Drecksviecher. Die mag ich so gar nicht, die giftigen. Habe ich, glaube ich, schon oft genug erwähnt, ne? Habt ihr schon mitgekriegt? Ich mag die nicht. Aha. Oh, gibt's noch ein bisschen Schrot. Chuck, chuck. Ich muss das wegkicken, aber es geht nicht, weil das immer wieder reinfliegt. So ein Quatsch. Und bumm. Dankeschön, das war's. That should have done it. Let's go see if the force field's down. Ja, sollte doch, oder? Let's hope there's no more combine between here and White Forest. Also ganz ehrlich, was wir hier schon alles erledigt haben an Combine. Es dürfte keine Combine mehr auf der Erde geben, so langsam. Ist natürlich Quatsch, aber die Vorstellung wäre schon lustig, weil sich jetzt alles hier konzentriert. Ich meine, ist ja auch eigentlich ganz logisch soweit, weil wir haben ja die wichtigen Infos, wie das Portal zu schließen ist, und das wollen die auf jeden Fall verhindern. Deswegen sind wir jetzt, ja, für die eigentlich so der Staatsfeind Nummer 1. Ist ja klar, ne? Cool, hier ist noch viel mehr Zeug zu holen. Geil. Und auch noch Armbrust. Und Rüstung. Auch immer sehr wichtig. So, jetzt können wir wirklich aber los. Ich glaube, ich habe sonst alles gesammelt. Glaubst du? Jawohl. Wollen wir die abenteuerliche, Alex? Boah. Alter. Das ist saugefährlich, aber gerade deswegen müssen wir es eigentlich machen. Komm mit Turbo. Was meinst du? Natürlich macht ihr das Spaß. Oh. Die gerade erst gestorben ist vor ein paar Parts beinahe. Dropships. Oh, klasse, da geht's noch zurück. Dann. Sorry, Alex. Sorry. Okay. Hier lang. Wie sie mich die ganze Zeit anguckt, das macht mich nervös, Alex. Das macht mich echt nervös, ja. Jetzt hier weiter.
war hier. Ich weiß es nicht. Oh. Vielleicht nicht unbedingt hier. Ja, cool, als ob ich einfach mal die Karre versenkt. Oh, hier ist aber noch ein Stash. Wie komme ich denn hier? Sag mal. Das ist ja verrückt, da kommt man einfach nicht durch. Ja. Sehr gut. Komm bitte nachladen. Klack. Okay. Aber die Karre ist immer noch im Wasser. Ich hoffe, ich kriege die jetzt raus. Oh Mann. Das ist mir peinlich. Na, es sollte aber gehen. Sobald wir einsteigen können, können wir auch fahren. Ne? Oh. Oh nein. Oh. Problem. Guck mal, das macht das Auto komischerweise nicht kaputt hier, ne? Alles cool. Ja, nix. Kommst du? Oh oh. Ich hoffe nicht, dass sie ertrunken ist jetzt. Alex? Alex? Help. Oh, da geht's gar nicht. Was? Oh, sag mal, sie, echt, die sind unkaputtbar. Das wäre ja ein bisschen lächerlich. Oh nein, Alex ist nicht da. Wo ist sie? Ich kann nicht in den Bus. Wäre jetzt echt witzig, auf eine sehr tragische Art und Weise, wenn sie einfach ertrunken wäre. Aber sie wird gleich schon wieder da sein, hoffe ich. Nach dem Ladescreen. Ach, guck mal, wer da ist. Alright. That doesn't sound good. Das sind doch die Strider, oder? Das Geräusch. I see an antenna. I think that's White Forest. Well, we're close enough to the rest of the way on foot if we have to. Ich glaube, wir müssen leider wirklich, ja? Hier geht's nämlich. Ah, ich sehe nicht, wie ich es aufbekommen soll. Whoa. A dropship. That must have been the crash we heard. White Forest sentries are doing their job. Es waren. Okay. Das war ein Crash. Ich dachte, das ist einfach nur ein Strider. Wow. Oh. Mach ihn fertig, Doc. Geil. Nein, Doc. 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 Are you all right? Wake up, Doc. Please. You're all right.
You had me worried there. Everything working all right? You all right down there? We're fine. Is dog okay? Better now. We've been waiting for you. Just follow the stream, then head up the other side. White Forest is right there. You can't miss it. All right. Thanks. Okay, let's go. So ein guter Dog. Come on, Gordon. Get the car and we'll take this dog to a race. Good boy. Good boy. Fahren. Na komm. Alex. Ich glaube, der hat keinen Bock mehr auf Autofahren. Oh doch. Looks like we need your help again. Would you mind? Na komm, Rennen fahren. Die werden sowieso verlieren, sag ich euch. Way to go, boy. Okay, dog. Race you to the base. Step on it, Gordon. Ich weiß auch nicht mal, wo lang. Warte mal, ich will noch mal kurz in dem Gebäude gucken. Ist ja gut und schön, dass wir das Rennen gewonnen haben. Aber hier geht doch bestimmt noch irgendwas. Nee. Es war halt so eine klassische Ablenkung, dass man denkt so, oh, ich muss da... Oh, jetzt habe ich das Rennen verloren. Ich glaube, da gibt es auch für beides Achievements, wenn man verliert oder gewinnt. Ich glaube, wir müssen leider raus. Well, you won this time, dog. Oh, Dog hat auch noch gewonnen. Let us in. Na, ist Go, ja egal. Let him through. Sei es Dog gegönnt, ich finde das Thanks. Super. We had a feeling you were close when we saw a dog take off like that. I was never so glad to see him, believe me. Well, Gordon, White Forest. We made it. Safe at last. Naja, was heißt sicher? Du weißt schon, was ansteht, ne? Die ganzen Armeen von Combine, die jetzt gerade hierher unterwegs sind. Hallo, Dr. Freeman. Hallo. About time, too. Kommst du mit, Doc? Ist schon krass, oder? Ich feier Doc. Alex, Dr. Freeman, you made it. Hey! Boy, are we glad to be here. Yeah, we heard you ran into a little trouble out there. Combine's been trying to hit in the front door. I think they learned their lesson. Mind if we keep dog patrolling out here? Not at all. You heard him, dog. I'm gonna go see Dad. I'll catch up to you later. You take care of yourself. I don't think Eli knows you're here yet. He's in Silo 1 access unit, right through here. Shall we? Feel anything anymore. You You're and talking me to me? Both. Uh-oh. This is bullshit. Well, now what? I'm pretty sure this was... All right, back to work, everyone. It's just another false alarm in the secondary silo. Same old Dr. Magnuson. Not done. Ever used an AR-2 before? AR-2? Wer mag keine Fehlalarme? Oh, guck mal, endlich! Hey! Eli! Gordon! Man, you made it! Dad! Alex! I was so afraid I wouldn't Aww. See you again. There, there, sweetheart. We're together now. That's all that matters. And look at you, son. I knew if you both stayed together, you could get through anything. Yeah?
We make a pretty good team. Auf jeden Fall. Yeah, well, that's good, because, well, now that the suppression feels down, we all have to do our part. Wow. Dad! Can you blame an old man for wanting grandkids? Das Feld war übrigens, dass man keine Kinder bekommen konnte, wisst ihr ja. Dad, it's not what it looks like. I'm fine. Are you sure? Shouldn't we have that looked at? Really? I'm fine. Where's Dr. Kleiner? We should get this data to him right away. Okay. Yes. Yes, we should. He'll be glad for a chance to get out of the silo. This way, Gordon. The way he and Magnuson have been going at it, you'd think they were still competing for grant money. Some things never change. Ich glaube, der erotische Part kommt dann irgendwann mal in VR. Ich wette, da haben sich schon Leute dran gesetzt. 100 Pro. We don't know for certain. We're keeping an eye on it. And what about the Combine? Will we be able to launch before they attack? It's gonna be close. All it would take is one Strider to destroy our rocket. But we're ready for them. I'm sorry, we couldn't get here any sooner, Dad. Don't worry, sweetheart, you're gonna make it. I'm just so glad to have you back. I'm glad to be back. Last thing I want to do is submit it for the Kleiner Certificate of Approval. Lamar! With the result of staff and supply efficiencies. And get your incredible parasite away from my nose cone! Now, listen here, Magnuson. There's no call for hurtful comments. Good grief. Eli, why didn't you tell me they'd arrive? Don't worry, Izzy. Just got here. My dear, what a relief. Not to mention a delight to see you here at last. And Gordon, no. I see you in the HEV suit have taken excellent care of each other. They're inseparable. The data, people, the data! Kleiner, are you going to sync up the satellite, or should I postpone the launch to make time for a family reunion? All right, all right. I was just saying hello to Alex and Gordon. Oh, fine. No one grants me a moment's peace, but by all means, unroll the red carpet. Good grief. I only meant they might... Oh, never mind him. Übrigens, weil ich letztes Mal sagte... Where is this data packet you've been carrying? Ganz kurz, ich will die Stimmung nicht killen, wenn ich jetzt drüber quatsche. Was ich letztes Mal sagte, der Gartenzwerg, wenn man den jetzt hier reinwirft, in die Rakete, dann bekam man das Achievement und das war wirklich... Die halbe Episode, also so 2 Stunden plus vielleicht musste man das Ding rumschleppen. Richtig witzig, aber ich hab's leider nie gemacht, wie gesagt. If I delay a single moment, I'll never hear the end of it. You have my word on it. It's right here, Dr. Kleiner. We've got a ton of data. The strange thing is, it was all attached to a transmission from Judith. Transmission? From Judith? Do you mean the message didn't get through? We've got to see this right away. Just let me start the decoding process. And then we can view it in the auxiliary control room. For God's sake, hurry. Yes, yes, of course. Ja, vielleicht ist Judith Another ja alarm? Doch nicht der Feind. What next in the parade of constant interruptions? Hello? Hello? Is anyone there? Anyone? False alarms all day. Damn crows have been nesting in the tracks. I do not know how I am supposed to concentrate with all of this racket. Freeman, you're not doing anything. Make yourself useful and find out what the hell is going on in there. Yes. Gordon, if you don't mind, I'd feel better if you had a look. Catch up with us when you're done. Freeman! Whoa. The blast doors will have sealed due to the alert, so you'll have to go through the bottom of the launch tube. I'll open this hatch to let you down. Now, once you're down there, I'll have Uriah let you into the secondary silo. Okay. Hört sich gar nicht gefährlich an. Aber noch ist die Startprozedur ja nicht eingeleitet. Wüste Bützje! Ein Küsschen! Attention personnel! This is Dr. Magnuson. Since the secondary silo staff seem incapable of solving their little crow problem, you will be happy to hear we have put the popular Dr. Freeman on the job. We all look forward to his remedy, and I look forward to hearing the staff's excuses for why they couldn't handle it themselves. Thank you.
for your patience. Oh, der heiße Dampf, das sieht schon mal sehr gut aus. Oh nein, guck mal, der arme Wort, der muss das sauber machen. Warum muss der Wort sauber machen? Die sind doch für viel bessere Sachen geeignet. Also, jetzt irgendwas, was ein bisschen mehr Aufwand erfordert. Weil die Bodyguards sind echt fähig. Was? Enough. Further unauthorized use of the emergency override will be dealt with summarily, Dr. M. Ja, also nicht machen. Meint er damit. Guck mal, der Bodyguard hat einen Laborkittel. Freeman! The Magnuson has instructed me to admit you into the secondary silo. Das ist so super. The secondary silo can be reached through here. Ich finde das so klasse, dass der einen Laborkittel trägt. Herrlich, herrlich. Man merkt vielleicht, ich bin so ein bisschen Vortigaunt-Fan. For God's sake, Freeman, what is taking you so long? Oh, I cannot concentrate with all of this racket. Ja, es tut mir leid. Ich will lieber hier rausbewegen, da geht es vielleicht auch ein bisschen schneller. Komm, Mystery, wo bist du? Okay, ich würde aber sagen, Leute, wir machen erst nächstes Mal hier weiter. Denn jetzt wird es wieder spannend mit viel Ballerei und ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Dann sehen wir uns wieder zu Half-Life 2, Episode 2. Bis denn, tschüss.